ein Zwitter, liebe Schwestern und Brüder. Vielleicht finden wir gar kein besseres Wort als dieses, ein Zwitter. Das eine nicht und das andere nicht, irgendwie genau dazwischen, von allem etwas. So könnte man diesen Johannes den Täufer beschreiben. Wo gehört er denn nun hin? Ins Alte oder ins Neue Testament? Es stimmt, er steht im Neuen Testament. Aber von seinem ganzen Gestus, von seiner Botschaft gehört er eher ins Alte. Was ist das für ein Typ, Johannes der Täufer? Und natürlich, das kann eine rein akademische Frage sein. Johannes der Täufer, ein Zwitter. Nicht ganz klar einzuordnen, wo er nun hingehört. Aber es geht ja um uns. Denn wir sind auch solche Zwitter, die nicht wissen, wo sie hingehören. Man kann das sich sehr schnell deutlich machen. Was gilt denn nun als Christ? Gehören wir zur Welt? Ja, natürlich. Wir sind auf dieser Erde geboren. Wir sind Teil dieser Welt. Wir gehören, wenn man das will, so klingt das immer schön, zur Schöpfung. Wir sind Teil dieser Realität, in der wir leben. Aber dann sagt uns das Glaubensbekenntnis, es sagt uns jede christliche Unterweisung, hoffentlich sagt sie das, sonst ist sie keine christliche, ihr seid nicht Teil dieser Welt. In der Welt, so heißt dieses merkwürdige Wort, aber nicht von der Welt. Je mehr wir dieses merkwürdige Zwischendasein, unsere Zwitterexistenz verdrängen, desto weniger kommt auch ein solcher Patron, den wir heute feiern, dessen Geburt wir heute feiern, zur Geltung. Man kann das beobachten. Unsere orthodoxen Schwestern und Brüder machen es uns ein wenig leichter. Sie verehren diesen Täufer Johannes nicht nur als Protromos, wie sie sagen, als Vorläufer, das ist uns ja eher auch geläufig. Sie sagen, er ist der letzte Prophet und zugleich der erste Apostel. Das ist ein sehr schöner Gedanke, der genau dieses Zwischendasein, sagen wir es ruhig, diese Zwitterexistenz deutlich macht. Der letzte Prophet und der erste Apostel. Und er bleibt ein Prophet. Er wird nicht zum Jünger Jesu. Er weist auf ihn hin, er darf ihn taufen, aber er folgt ihm nicht nach. Aber er öffnet seine prophetische Existenz mit seinen Jüngern für diesen Neuen, für den Größeren, der kommt, für Jesus. Viele seiner Jünger gehen ihm nach, nicht alle, wie wir aus dem Johannesevangelium wissen. Er ist zugleich der erste Apostel, weil er als erster das Evangelium zu verkünden hat. Er ist der erste Zeuge des Evangeliums. Er zeigt mit dem Finger auf Jesus, als er kommt. Und in diesem Zeugnis liegt eine Brücke, liegt für uns eine große Ermutigung, liebe Schwestern und Brüder. Denn es sind nicht nur Worte. Worte richten manchmal wenig aus. Ich lese gerade ein Buch eines sehr jungen Mannes, um den es innerkirchlich einen ziemlichen, wie man heute sagt, Hype gibt, der über den Jargon der Betroffenheit in der Kirche schreibt, dass die Kirche an ihrer Sprache verreckt. Das mag wahr sein. Manche seiner Beobachtungen sind wahr, vieles in diesem Buch halte ich auch für Blödsinn. Aber eine Beobachtung, die er teilt und die er sagt, heißt, Worte, eine Predigt etwa, richten überhaupt nichts aus. Sie bewirken nichts. Zumindest dann nicht, wenn sie nicht emotional verbunden sind. Wir könnten auch sagen, wenn sie mit dem Leben nichts zu tun haben. Mit dem Leben dessen, der spricht, wie mit dem Leben derer, die zuhören, in Klammer, müssen. Was ist die Botschaft des Täufers? Was die Zwischenexistenz? Was die, um das mit diesem alten Wort zu sagen, das wir als Fremdwort durchaus, das uns bekannt ist, was die Martyria. Wir hören am Beginn des Johannesevangeliums, dass dieser Prophet und Apostel gesandt ist, um Zeugnis abzulegen, also seine Martyria abzulegen.
Aber sein Zeugnis ist eben nicht nur sein Wort, sein wörtlicher Hinweis auf Jesus, als er ihm begegnet. Wir wissen, dass sein Zeugnis ihn das Leben kostet. Er stirbt für die Wahrheit, die er vertritt. Er macht keine weichen Kompromisse. Er packt nichts in schöne Schachteln, damit auch so ein Knallkopf wie Herodes das verstehen kann und seine geliebte Herodias, damit sie es irgendwie annehmen können. Nein, er sagt es ihnen vor den Kopf, was Sache ist. Tut das heute noch jemand? Und gehört es nicht zu unserer Zwischenexistenz auch, dass wir zwar immer sagen und auch beten und zu Recht, in der Liturgie zumindest sagen, es hat sich erfüllt, was wir verkünden. Hier in der Eucharistie ist ein Teil der Wirklichkeit Gottes. Sie leuchten uns auf und wir dürfen an ihr teilnehmen. Aber sonst? Wir bleiben in dieser Zwischenexistenz. Und deshalb ist Johannes der Täufer in der Kirche immer aktuell. Als Kirche benehmen wir uns aber so, als hätte sich alles schon erfüllt und seien wir im Himmel. Das mag aufgrund der neuesten Zahlen, was die Kirchensteuerannahmen angeht, stimmen. Der siebte Dollar-Himmel ist das. Unglaublich. Es treten Tausende von Menschen aus der Kirche aus, aber die Einnahmen steigen. Mich würde wirklich brennend interessieren, was Johannes der Täufer dazu sagen würde. Mit seinem Lendenschurz, seinen Heuschrecken und seinem wilden Honig. Er würde das überhaupt nicht verstehen. Es kann auch niemand verstehen, der etwas zu tun hat in dieser Zwischenexistenz, mit dieser Zwischenexistenz, in die wir gestellt sind. Dass wir nämlich hinweisen sollen auf den Kommenden, hinweisen sollen auf das Kommende und nicht ein wenig in unseren kleinen Ghettos Himmel spielen. Es bleibt so, wie es im Evangelium heißt, dass er in der Wüste lebt. Man kann ja oft die Auslegung hören, naja, das war so ein etwas wüster Prophet, asketische Linie. Ich habe das heute Morgen noch in einem ganz aktuellen Beitrag einer großen Tageszeitung gelesen. Johannes Asket, Jesus ist kein Asket. Interessant, man müsste nur einmal das Neue Testament lesen. Natürlich auch hier das Zwischenwesen, beides. Aber wie sehr brauchte heute, gerade hier bei uns, die Kirche eine Askese Johannes des Täufers? Wie sehr brauchte sie die Wüste, um wieder jung zu werden und erst dann den Mund aufzumachen, wenn sie gerufen wird, nicht zu allem und jedem, sondern um den anzusagen, der kommt, um den zu verkünden, der dieser Welt bevorsteht. Denn es geht allein um Christus. Die Funktion der Kirche ist allein darauf hinzuweisen, wie sie das mitten in der Eucharistie tut. Seht das Lamm Gottes. Er nimmt weg, er hebt auf alle Sünde der Welt. Alles andere ist, wenn nicht überflüssig, so doch zweit- oder drittrangig. Johannes der Täufer lädt uns ein, liebe Schwestern und Brüder, zu unserem Zwitterwesen als Christen Ja zu sagen und es endlich anzunehmen und zu leben.